Das sah quasi aus, als wie das abgestürzte Flugzeug, nur ja. dass alle Fenster leuchten. Also so eine Reihe von kleinen Quadraten, die geleuchtet oh, haben. Oh, fuck! Was machst du da? Oh. Ja. Fuck! Achtung, hinter dir! Lad nach, Mann! Lad nach, Mann! Achtung, hinter mir! Fuck! Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Uäh. Wo ist das Kreuz? Wo ist das Kreuz? Ja. Ah, hier ist noch einer. Uäh. Ich hab's zu spät gemerkt. Der hier lebt auch noch? Jetzt ist er tot. Der ist tot, tot, tot. Ich rede immer noch was rum. Gut, ich glaub, wir haben wollen wir dem anfangen? Ja, können wir. 3, 2, 1, go. Mein Bein juckt. Ich hab bestimmt schon wieder irgendeinen scheiß Mückenstich hier. Hm. Die Viecher sind auch gerade krass. Ja. 3, 2, 1. Oh nein. Also ich krieg da auch oft solche riesen Placken, die so groß sind wie so eine Mandarine. Hm. Alles rot und dick und juckt und heiß. Hm. 3, 2, 1, go. Yep. Ja. So, einen haben wir hier noch. Jawohl. Hier, ne? Ja. 3, 2, 1. Aber wenigstens mal wieder ein bisschen Rüstung. Ist ja auch gut. Ja, das stimmt. Die haben ja auch gerade alles abgeklatscht, so ungefähr. Wo ist es hin? Ah, da. Bang, 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 bang. Gut. Wir wollten nach Hause gehen. Ja, wir wollten. Da hinten steht doch schon wieder einer. Okay, ich habe schon mal nachgeladen hier. Da stehen zwei. Oder auch nicht. Natürlich, wenn wir ihn finden, noch mal in diesen einen Bunker rein. Ah. Da gab es ja auch immer Munition. Nee, Munition gar nicht. Da gab es nur Müll. Ich weiß es nicht mehr. Erstmal nach Hause finden jetzt. Nee, den wollen nicht. Ah, oh, es schreit hier schon wieder rum. Ach Gott. Einfach weiterlaufen. Wir haben keine Zeit für euch. Oh, ich bin übrigens schon halb erfroren hier. Ja, ist auch so ein Meine Grund, Gesundheit warum... ist halb weiß. Gesundheit? Nee, deine Ausdauer. Meine Fitheit, ja, meine Ausdauer, genau. Vielleicht können wir auch jetzt festfrieren irgendwo. Wäre schon ein bisschen lustig. Also ja. Auch blöd, aber auch lustig. Es wäre mal was anderes. Das auf jeden Fall.
Jetzt wird es natürlich hell, ne? Ja. Ja. Ah, wie schön es gerade ist. Voll rot. Voll toll. Hallo, kleiner Waschbär. Oh, ich habe die Tage, ich gucke immer mal bei Check24, Quatsch, Schwachsinn, vergiss das, bei Immobilien Scout, das ist das, was ich sagen wollte, ob man irgendwas zufällig, just in diesem Moment, was genau Perfektes findet, an Wohnung oder Haus. Ja. Zur Miete oder Kauf, ich habe beides eingegeben. Oh, und da habe ich so einen schönen Bungalow gesehen. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, der hat Energieeffizienz G oder so. Also da müsste man einiges machen. Aber ich fand den so schön. Und die hatten einen Grundriss dabei. Was mache ich natürlich? Gestern gleich Sims angeschmissen und nachgebaut. Ja, geil. Das liebe ich ja. Gib mir einen Grundriss und ich bin happy. Ich kann mir auch erst vorstellen, wie das Haus geschnitten ist, wenn ich einen Grundriss brauche. Das. Natürlich lebt er noch. Also es sieht aus, als wird hier der Frühling so langsam, oder? Also es ist an manchen Stellen ist schon ein bisschen weggetaut, der Schnee. Aber es schneit schon wieder. Hm. Oh, wer ist er denn? Hast du Besuch? Ja. Der hat ein bisschen bist du mir hier fremd gegangen? Nein! Das kam nicht von mir. Das war alles seine Idee. Er hat ja noch Haare. Er hat solche Omi-Fusselhaare. Ja, so eine Homer Simpson-Haare, ne? So. Ja, aber oder von. Buckel. 3 von 6. Also, zack. So. Ich brauche unbedingt Munition. Hallo, Kevin. Gewehr. Guten Tag. Er sieht aus wie ein guter Priester. Unser Kevin. Ja, das ist, Hä, ist das noch nicht? Ah ne, so, ist scharf gestellt, die Falle. Okay. Die auch. Und jetzt kommt so schön die Sonne. Ah, es ist ein Weg. Ich muss hier hoch. Möchte mir das gerne hier von hier oben anschauen. Na, bist du schon wieder bei Sperrjagd? Scheinbar. Ja, nee, ist klar. Dieses Sofa, ey. Diese Fingerchen da unten. Ich bin voll ekelhaft. Ich treff nicht. Ich glaube, der Waschbär ist einfach nur pfiffiger als du. Ja, also, die sind ja auch nicht blöd. Nee. Ich schon. Hi, Kevin. Hallo Häschen. Also ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, die rammeln hier nicht. Ich habe auch so das Gefühl. Ich weiß natürlich nicht, wenn sie früher rammeln war würden, das so, oder? Wie schnell das geht. Ich glaube ja, ne? Ja, ich meine auch, bei The Forest war das so. Und deswegen denke ich mal, dass das hier auch... Das ist eine Sache der Zeit, meinst du? Ich hoffe es. Jetzt hänge ich hier fest. Was soll das denn? Ich habe gerade gesehen, ich habe ja auch Schildkröten-Eier in der Tasche. Was? Können wir die ausbrüten? Müssen wir nicht nochmal... Zum Strand latschen. Ich brüte dir auch gleich hier mal was aus. Ich glaube das fast nicht, dass das geht. Och, Mann. Schori. Es ist
gefroren, natürlich ist gefroren. Schön. Einfach was genießen, was da ist. Oh, ich bin heute übrigens voll müde. Ich hoffe, ich mache nicht zu früh schlapp. Mein Schatz hat Spätschicht und ist immer erst um 10:30 zu Hause. Und irgendwie, dann quatscht man noch mal ein bisschen, dann kuschelt man sich mal kurz zusammen aufs Sofa. Und ja, ich weiß auch nicht. Bin ich um die ganze Woche nicht vor 12 ins Bett gekommen. Und das war mir definitiv zu wenig Schlaf. Ja, aber ich bin dafür einfach, nee. Oh nein. Nein. Tut mir leid, kleiner Waschbär. Hast du ihn? Hast du ihn? Er lag tot in der Falle. Ich habe ihn erlöst. Du hast doch diesen Waschbärstammbaum hier schon fertig. Ist ja keiner mehr frei. Nö, hast du das letzte Mal schon voll gemacht. Doch, dann sind wir wirklich durch mit dem Stream. Wir wollten noch... Ich weiß nicht. Wir hatten auch gesagt, vielleicht machen wir noch was anderes. Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Nee, ich meine außer Forest. Also... Wie gesagt, ich würde diese Schildkrötenfalle gerne noch bauen. Ja. Da, Sprungfederfalle. So, da ein Schildkrötenpanzer, 7 Sticks, 2 Drahtrollen. Und die würde ich auch... pass auf. Ja. Die würde ich halt auch ganz gerne hier oben bei uns einfach irgendwo hinstellen. Weil es geht ja eher darum, dass wir von hier aus mit unserem Dings, mit unserem Gleiter. Ja. So, warte mal. Meinst du, das kann man machen mit dem Gleiter? Ja, ja, habe ich schon gesehen. So. So, jetzt brauchen wir einen Schildkrötenpanzer. Toll. Warum haben wir denn nur einen? Geht denn da übers Wasser? Kriegen wir den wieder, wenn wir das Ding hier auseinanderbauen? Oder können wir das überhaupt auseinanderbauen? Aber es ist ein Waschbär. Hi. Da! Doch, es ist ein Waschbär. Ich war schlau. Du hast unser Getränkeding kaputt gemacht. Sie! Denn ich bin ausgerüstet. Wo ist denn dieser scheiß Gleiter? Ganz links. Ganz links, 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 links. Dann habe ich meinen verloren. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich habe keinen Gleiter mehr. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Och Mann, warum habe ich keinen Gleiter mehr? Kannst meinen gleich haben. Stürzt also so, also. Ja, aber ja trotzdem nicht so drauf, eigentlich. Mit dem nicht in die Bäume fliegen. Ich hatte ja eigentlich einen und ich habe den ja auch immer wieder aufgesammelt. Habe ich es vielleicht, als ich hier gelandet bin, vergessen? Das kann natürlich sein. Oh, ich kann durch die Bäume durchfliegen. Wie schön. Mal gucken, wie lange. Ja, irgendwann klatscht es, glaube ich, dagegen.
würde gerne auf dem Dach landen. Boah, mir wird gerade voll schwindelig hier. Ja, genau, das hatte ich vor. Oh, also mein Gleiter liegt jetzt da hinten. Du kannst dich mir gerne holen. Was heißt denn da hinten? Ah, da. Hinter der selbstgebauten Wand, ja. Ich wollte hier oben landen und ich bin hier gelandet. Zack, hier stehe ich nun. Nase, Jock. Alter, Finne. Na denn? Also, du musst nichts machen. Du musst es nur berühren. Also, du warst bei mir zumindest. Ach so. Man sollte sie auch wieder... Ah ja, okay. Scharf stellen. Das hat sie jetzt kaputt gemacht. Oh Gott. Ja. Ich bin nicht hochgekommen. Nee, ich bin nur... Also, ich habe ein bisschen höher bin ich schon gekommen. Das sieht aber auch nett aus, was du da machst. Muss ich vielleicht irgendwas anderes drückt halten? Ja, so kannst du auf jeden Fall gut landen. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Läuft bei dir. Muss ich vielleicht W gedrückt halten oder so? Die Waschbären sind so niedlich. Ich finde das sehr schade, dass wir die Waschbären nicht fangen können. Ja, ne? Ja. So zuckelig süß sind sie einfach. Oh. Ja. Hinter dir liegt er. Das hat ja gar nicht geklappt. Hä? Also ich habe in irgendeinem Video gesehen, wie der übelst hochgecrashed ist. Da ist auch gerade hoch ein bisschen. Ja, aber auch allein schon also durch die Falle. Ich war auch höher eben. Ich war über den Baumkronen. Guck mal, da bist du oben. Ja, also, man kann ja mit dem Ding recht schnell steigen. Aber ich meine, nur durch die Falle ist der eigentlich recht hoch. So wie ich. Das Problem ist, wenn ich jetzt da... Oh. This can't be healthy. Ich habe, weil ich 55 Dosen Cola getrunken habe, habe ich die Nachricht bekommen von Faust. Schön. Kommen wir mal wieder runter. Wenn ich so drauf springe, dann sterbe ich wahrscheinlich, ne? Ich würde vorher speichern. Ja. Nee, ich lasse es auch lieber. Oh, ich wollte das gar nicht. Also ist sehr empfindlich, diese Springanlage. Ich bin weich im Schnee gelandet. Das ist ja schon mal gut, Schnecki, ne? Schnecki, huch! Hallo, Herr Hasel. Wir können nicht kuscheln miteinander. Haben sie die auch genervt? Ich bin zu blöde dazu, glaube ich. Ja, sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Hm. Oh. Hallo Häschen. Run. Du bist so niedlich. Sie ist auch voll klein. Jetzt hat sie ihn. Jetzt will er es machen. Knackt hier schon, als würde das hier bald durchbrechen alles. Du siehst ein bisschen aus wie so ein Superheld, der yes. dann so eine Superlandung hat. Der nichts drauf hat. Einmal noch in die Luft. Also.
regnet immer noch. Ich mach mal kurz mein Fenster zu machen. Ungemütlich. Oh, hier ist ein blutiger Waschbär. Kann das sein, dass du ein paar Tiere... Was ist denn jetzt hier los? Kommst was du denn jetzt hergerutscht? Also hier ist, glaube ich, ein Hase und Bärbel, aber hier lief auch gerade ein blutiger Waschbär rum. Möchtest du dazu was sagen? Möchten sie sich äußern? Nö. Mhm. Ich bin da... So. Also... völlig unschuldig. Ah, hier ist der See, wo ich auch schon gebaut habe. Oh, hier ist wieder totes Vöglein. Oh, du doofes. Das ist echt voll der Bug, dass da, wo es diesen Elektroschockerstab gab, dass da hier immer noch alle Tiere sterben. Ja, ne? Ja, die setzen sich alle auf den Kopf und zack, tot. Ich wollte gerade was aufheben vom Eichhörnchen und dann sagt Forrest mir, du kannst das nicht tragen. Du trägst bereits zu viele Eichhörnchenköpfe. Das ist auch ein bisschen makaber eklig. Malibu. Sehr eklig. Komm hier nicht weg. Ja gut. Hallo, hier ist voll Party. Party auf dem Wasser. Party, Party, Party. Hallo. Mal gucken, habe ich den jetzt im Inventar? Ich hab deinen Drachen im Inventar. Ich speichere das mal eben, damit der nicht weg ist. Das ist lieb. Die ganzen Kisten sind gar nicht respawned. Achtung, ich erschrecken Fledermäuse. Stück hier. Oh geil, Kevin sitzt vorm Feuer und chillt. Ja, das macht er öfter. Mir noch nie so aufgefallen. Also, dass er irgendwo sitzt und chillt, ja, aber... Er saß sogar eben, als ich zurückkam, auf dem Stuhl neben dem Feuer. Also, hier unten. Das ist hier bestimmt, ne? Er sitzt ja auch fast im Feuer. Ja, ihm ist bestimmt kalt. Ja, wenn mir so viel Blut aus den Ohren laufen, wäre mir auch kalt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind durch mit The Forest, ne? Ich glaube, das auch fast. Was wollen wir noch Schönes machen heute? Mit dem angefangenen Abend. Was haben wir noch Schönes? Kevin? Kevin, kackst du sitzt mir voll im Bild. Er kackt dir gerade vor die Schuhe. Ist ja mal eklig. Hat er sich vielleicht auf meinen Schoß gesetzt? Ja, super. Ich weiß nicht. Das Sofa auch. Wenn du jetzt minderjährig gewesen wärst, hätte ich gesagt, ja, er ist halt ein echter Priester. Hm. Hilfe. So, weißt du was? Ich nee, mach ich doch nicht. Habe ich alles aus. Naja. Ja. Was machen wir? The Forest erstmal beenden und dann mal gucken? Ja. Wir haben ja sonst noch einiges, was wir sonst noch so... Nö. Ja. War ich jetzt aber nicht. Ich speichere nochmal, würde ich sagen. Dennoch. Ja, mach ich dann jetzt auch und dann können wir uns verabscheuen. Falls man hier den Speicherstand nochmal rein möchte. Ja. So. Ah. Vorm wunderschönen Feuer. Ende der letzten Folge Sons of the Forest. Genau. Sons of the Forest ist durch. Das Spiel hat uns jetzt aber auch fast anderthalb Jahre begleitet. Ja. Heftig, ne? Es ist aber auch wieder ein saugeiles Spiel geworden, ne? Das stimmt. Wir haben Story haben wir durchgemacht. Wir könnten jetzt, wir müssten halt nochmal durch die ganzen Höhlen, glaube ich.
Nein, hattet das ihr schon die nicht. Teleporter und so? Nee, ich glaube das eben nicht, nee. Weil wir müssten jetzt ja, wir haben ja die Story durchgespielt vor dem großen Update, das war das Problem. Jetzt müssen wir nach dem großen Update, können wir nicht einfach weitermachen und die ganzen Sachen suchen. Wir müssten, glaube ich, die Story nochmal durchspielen, damit wir die Teleporter und so bekommen. Ha. Weil es wurden, glaube ich, nach dem Update die Höhlen auf Null gesetzt. Oder auf jeden Fall die Höllenhöhle mit dieser komischen alten... An der Decke, die? Ja. Und dementsprechend, ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Also ich bräuchte das jetzt auch nicht unbedingt noch. Ja, neu. Nee. Sucht euch was anderes aus. Ja. Wir werden gleich mal gucken. Ich weiß nicht, was wir machen. Vielleicht gehen wir gleich mal bei DBD kurz eine Runde rein oder so. Mal sehen. Ja, wenn es bei mir zu Ende aktualisiert hat, ne? Stimmt. Aber geil wär's. Da war ja was, ne? Aber wir können ja mal gucken. Ja. Ich werde doch gerade angerufen. Ist ja gerade mal 8. Keine Zeit, Hansen. Keine Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei The Forest. Im Stream geht es jetzt gleich noch weiter. Für die Leute auf YouTube ist natürlich hier Schicht. Guckt gerne mal auf unseren Kanälen vorbei. Da laufen noch andere Let's Plays und so. Und schaut von mir aus auch immer im Stream vorbei. Wäre auch cool. Und ich sag dann erstmal, bis denn, Antenne. Bis denn. Tschüss an YouTube.